Wenn man Jesus Christus predigt, so ist es notwendig, ihn als den Gekreuzigten zu predigen. Wertlos ist es, ihn zu predigen, aber sein Kreuz zu verschweigen. Wer Jesus den Christus nennt, dabei aber seine Geburt aus der Jungfrau verschweigt oder den seine Geburt auszeichnenden Stern oder die Engel, die bei seiner Geburt jubelten und sangen Ehre in der Höhe, Gott und Friede auf Erden den Menschen des Wohlgefallens oder die anderen Wunder und Zeichen, die er tat, der ist nicht so von der Wahrheit entfernt wie derjenige, der sein Kreuz verbirgt. Der viel geschmähte und dennoch auch heute noch große Origenes, liebe Schwestern und Brüder, sagt im Grunde genommen schon am Beginn des Christentums solche Sätze. Ist ein Zeichen dafür, wo von Anfang an die Gefahren lagen. Wir sehen das ja bei uns. Weihnachten in aller Munde, auch wenn ein großes Geschäft daraus gemacht wurde. Ostern, Heilige Woche, Fehlanzeige. Osterferien, den Begriff kennen viele noch. Aber dann hört es auch schon auf. Und das sickert tief. Das ist nicht nur die Gefahr derer draußen, sondern es ist unsere eigene Gefahr, das Kreuz zu verbergen. Wir verbergen es in diesen Wochen, damit wir es besser sehen, damit wir tiefer blicken. Deshalb entziehen wir es den gewohnten Blicken, dem ordinären Blick, der Schaulust. Das ist nicht unser Blick. Unser Blick will immer eingeübt sein mit den Augen Gottes. Die orthodoxe Christenheit feiert genau in der mittleren Fastenwoche die Woche des Heiligen Kreuzes mit vielen unglaublich schönen Gebeten, die immer die alttestamentlichen Vorbilder aufnimmt. Wir haben heute in der Lesung eines der letzten Überbleibsel in unserer Tradition von diesen Typologien, nämlich aus dem Buch Numeri. Die am Holz erhöhte Schlange, die Heilmacht. Das Übel, das am Holz erhöht wird, um dadurch gesund zu machen. Die Giftschlange, die zum Heilmittel wird. Gott, der Jesus für uns, wie Paulus in einem kühnen Wort sagt, für uns zur Sünde macht und in ihm die Sünde ans Kreuz hängt, damit alle anderen Sünden vergeben sind. Viele andere Typologien, das Alte Testament ist voll davon, haben wir verlernt. Die Väter wussten noch darum. Manchmal tauchen sie geradezu verborgen, ähnlich wie das verhüllte Kreuz, in den Hymnen auf der Karwoche. Wenn wir davon sprechen, dass das Kreuz ein Baum des Lebens ist, ein neues Holz für das neue Paradies, ein Lebensbaum. Wenn wir hören, wie die Israeliten in der Wüste zu murren beginnen, unmittelbar nach dem Auszug aus Ägypten, sie finden kein Wasser. Ja, sollen wir denn hier verrecken, sagen sie und beschweren sich bei Mose und bei Gott. Und sie finden nur Bitterwasser. Und Gott schenkt Mose ein Holz, das er in dieses Wasser wirft und es wird süß und genießbar. So in der Bitternis dieser Welt ist uns das Kreuz geschenkt, dass wir leben können in dieser Wüste. Das Beil, das Josua ins Wasser wirft, wird zum Heilmittel. Es ist ein Holz, das Heilung schenkt. Viele solcher Bilder. In einigen Liedern haben diese Typologien überlebt. Vor allen Dingen in diesem Hymnuslied, O du, o heilig Kreuze, wenn wir von der Leiter, von der Brücke, vom Weg, vom Baum singen. Vielleicht helfen uns diese Typologien, sie könnten uns helfen, das Kreuz wieder zu entdecken. Und zwar nicht, wie es unsere westliche Tradition ist, zu verabsolutieren. Bis dahin, dass manche christliche Denominationen meinen, der Karfreitag sei der höchste Feiertag.
Das ist eine typische Vereinseitigung, die unhaltbar ist. Nein, Christentum ist immer Übergang. In der Mitte des Glaubens ist das Kreuz aufgerichtet als ein Übergang zu Ostern, als ein Holz, das austreibt, das kein totes Holz ist, sondern ein Holz, ein Zeichen des Sieges Christi. Denn auch in ihm verehren wir keinen Toten, sondern den Lebendigen hier in unserer Mitte.